Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir denn die besten Funkgerättest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Titel, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Motorola TLKR. Die zweite Gadget von Motorola im Test ist das TLKR T40, die ist in der Tat fast auf dem gleichen Niveau wie die Stabo-Gerät, aber zum Zeitpunkt der Prüfung war etwas teurer. Darüber hinaus die Sprachqualität war nicht eher als überzeugend im Vergleich zu den direkten Rivalen der Sichen, aber war immer noch groß in Bezug auf die Low-Cost. Die Vielfalt ist fast identisch mit dem Modell von Stabo, obwohl hier der Hersteller Informationen ebenso wie 4 Kilometer verspricht. Darüber hinaus das TLKR T40 sendet auf 8 Kanäle, hat im Gegensatz zu der 2000 Stabo ein akustisches Signal und ein Scan oder eine Tracking Funktion. Die zusätzlichen Funktionen in Kombination mit der etwas schlechteren Gesamtqualität der Stimme zum etwa gleichen Preis machen Motorolas Zweitgerät. Um Zug auf Nummer 4 haben wir die Motorola TLKR. Das TLKR T80 von Motorola ist etwas oberhalb der Testsieger unter den lizenzfreien Funkgeräten günstig. Das Gadget von Motorola war vor allem aufgrund seiner Sprachqualität und wetterfeste Ausführung überzeugend. Insgesamt erzielt das Radio einen sehr robusten Eindruck im Test. Im Vergleich mit dem Gerät von Topcom konnte es nicht eher die Bereiche im Test wie die Wettbewerbe erreichen. Die Herstelleranforderungen von rund 10 Kilometern führte zu einem echten Durchschnittwert zwischen 1 bis 2 Kilometer. Das Motorola-Gerät überträgt auf 8 Kanäle und an 121 Codes. Ansonsten bietet das TLKR T80 viele technische Features, die Sie aus das teuerste Gerät im Test bekommen kann. Auf Platz 3 haben wir die Stabo Elektronik. Stabo Elektronik 20.100 war das beste Radio im Bereich Einsteigerkosten. Angesichts der Tatsache, dass es paar Schwächen hat, kann es total empfehlenswert sein. Unter dem Strich aufgeführt. Das Gadget hat eine Herstellerspezifikation von bis zu 5 Kilometern über einen außergewöhnlichen Wert und im Test variieren, könnte dies bis zu 1,5 echte Kilometer ebenfalls überprüft. Aufgrund der extrem niedrigen Rate sollte natürlich einige zusätzlichen Funktionen verhindert werden, wenn Sie das Gadget kaufen. Das Stabo Gadget hat also keine Freisprecheinrichtung einrichten und keine Taschenlampe oder so, und dennoch, das Radio bietet eine ausgezeichnete Sprachqualität. Die Lautstärke ist einstellbar in 4 Phasen und überträgt es auf 6 Kanälen. Das ist in der Regel ausreichend für den Hausgebrauch. Um Zug auf Nummer 2 haben wir die Topcom Valkey. Der Gewinner unter den lizenzfreien Geräten ist der RC6410 von Topcom. Das Gerät verfügt über eine, laut Hersteller, Reichweite von rund 6 Kilometern, was der Test in Sorten unter realen Bedingungen von ca. 2-3 Kilometer für lizenzfreie Gerät ein fantastischer Wert. Darüber hinaus gab es nichts zu meckern. Die Sprachqualität und Lautstärke, beide Werte, waren großartig. Das Topcom Radio hat 15 Klingeltönen an Bord und auf 8 Kanäle überträgt. Ebenso hat eine Vox-Funktion an Bord, Sprachsteuerung sowie automatische Rauschunterdrückung und Vibration. Es hat ebenfalls eine Doppelscan-Funktion und Desktop-Ladegerät, die als sehr praktisch erwiesen hat. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Retevis RT3 DMR. Der Testsieger ist ein Gerät für Amateurfunk. Sie brauchen auf jeden Fall eine Amateurfunklizenz für den Einsatz innerhalb Deutschlands. Wenn Sie nicht besitzen, müssen Sie das Gadget nicht kaufen. Wenn Sie eine Lizenz besitzen, werden Sie in eine wirklich hervorragende Leistung auf RT3 begeistern. Auch wenn es ein bisschen intensiver als viele Einsteiger Radios günstig ist, die ohne Lizenz ausgeführt werden können. Die
Vorteile liegen auf der Hand. Aufgrund der hohen Leistung der Bereich ist ebenso viel größer, sodass sogar in Städten variiert weniger als 3 Kilometern erreicht werden kann. Einstellen eine Software ist erforderlich, die erhalten Sie völlig kostenlos für den PC. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video. Unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.